Herzlich willkommen zu einer neuen Folge DayZ. Neben mir das Sick und der Rickson. Rick wieder am Start. Ich bin wieder am Zocken. Ich grüße euch. Wir befinden uns jetzt in Folge 11. Jupp. Yep. Folge 11? Genau, nachdem der Fexer jetzt 5 Folgen was gemacht hat. Das brauchen wir nicht jedes Mal erwähnen. Ja, ja. Aber ich wollte nur nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass ich keine Ahnung habe, was er die letzten 5 Folgen gemacht hat. Ich habe also diese Folgen auch nicht gucken können, weil während die laufen, nehmen wir auf. Ich muss ehrlich sagen, es ist sehr, 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 sehr viel passiert. Ich klicke einfach mal auf Spielen. Genau, ne? Ich bin nämlich schon mal jetzt auf Spielen. Heiß. Ich muss das sehen. Und wir gehen auf den letzten Server. Eine kleine Wette, so viele Leute sind ja gar nicht da. Schade. Ja. Ich habe eine kleine Wette abgeschlossen. Mhm, mal gucken, wenn du gleich die Situation siehst. Ich bin der Meinung, du könntest es schaffen. Was ist denn jetzt los hier? Oh mein Gott, wie war denn das? Tab? Hungrig? Durstig? Okay. Das Grau ist aber ein bisschen grau, ne? Ja. Warte mal, das war hier irgendwie Options? Nee, was willst du machen? Weil ich so verschwommen sehe. Nee, du brauchst da gar nichts umzustellen. Jetzt sehe ich aber nicht mehr so verschwommen. Das ist aber Bug-Using. Wie? Echt, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist der Bug, dass man so verschwommen sieht. Nö. Ach, das ist ja jetzt fies. Okay, also wir sind jetzt hungrig und durstig. Warte mal, jetzt hast du was gemacht, was ich nicht erwartet habe. Okay. Ich bin der Meinung, dieses Verschwommene ist weil ich eine abgewischt bekommen habe. Du hast, also das, zur Aufklärung. Bei uns in der letzten Folge war das so, also mit dem Fexer zusammen, uns hat einer von hinten mit einer ordentlichen Ladung an kurzer Distanz richtig hardcore erwischt. Okay. Den Rucksack, den haben wir über 4 Folgen oder so, haben wir den mühsam gesucht, damit wir den kriegen, haben den endlich gefunden und dann in der letzten Folge schießt uns einer einfach von hinten in den Rücken rein. Der hat sich dann auch entschuldigt und das Ganze drumherum. Es war eine saugeile Folge. Also falls ihr die nicht gesehen habt, Folge 10, gucken. Geil. Mhm. Und der hat uns dafür dieses Longhorn gegeben als Entschuldigung. Sagen, was ist denn das? Wir hatten auch übel viel Essen und übel viel Trinken. Das ist alles kaputt gegangen, ja. Durch den Schuss. Durch den Schuss in den Rücken. So, und dadurch war dann halt alles verschwommen, weil wir halt ordentlich eine abgekriegt haben. Also wir haben ja nicht viel Blut. Mhm. Deswegen bin ich sehr verwirrt darüber, dass du jetzt einfach, also ich ja, weiß mal nicht, zur ob das Erklärung. Ein Bug also, ist. Nicht, dass jetzt der Zuschauer denkt, ich habe ja zwischendurch übelst gespielt und bin der übelste DayZ-Pro geworden. Nein, aber ich habe mich mit jemandem unterhalten und der hat mir gesagt, wenn du eine übergebraten bekommst, was ist denn das? Das ist eine Schrotfinde. Nein, da, genau auf dem Punkt jetzt, da. Ja. Jetzt gehe ich mal ein Stück zur Seite, da steht was Schwarzes. Ja. Wenn ich ranzoome, ist es weg. Ja, dann ist eine Textur, die dann geladen wird. Hm, okay. Ja, ich habe mich mit jemandem unterhalten und der meinte, wenn du eine übergebraten bekommst, siehst du verschwommen. Ist eigentlich vermutlich auch so gewollt. Ja, ich wollte auch durch sagen, durch den Hit, dass du da verschwommen siehst. Das Problem an der ganzen Sache ist, das ist wahrscheinlich, weil es ein Alpha-Bild ist hier, dass dieses Verschwommene nicht wieder von alleine weggeht. Also pass und auf. Und deswegen gab es den Tipp, geh mal in die Einstellung, klick einmal auf Video und geh wieder raus. Okay. Pass auf, in der Mod war das so, also noch vor der Standalone war das so, wenn du halt wenig Blut hattest, wir haben, wie gesagt, eine ordentlich abgekriegt, uns wollte einer axten, der hat uns erwischt, es hat uns einer angeschossen, da war das halt relativ normal, dass du, wenn du wenig Blut hast, dass alles langsam verschwommen wird. Mhm. So, und dass du halt, man sieht ja, es ist ja gräulicher, aber du hast jetzt hier wieder mehr Farbe reingeholt ins Leben, das ist ja komisch. Nee, Farbe eigentlich nicht. Doch, also doch, die doch. War, nee, das bitte, oder, guck dir in der Aufnahme ja, nochmal ja, an. Ja, oder nicht mehr Farbe, aber das dieses wurde bis von alleine noch ein bisschen farbischer. Also ich bin, find's komisch. Ich bin also ich weiß überlegen, jetzt nicht, wo ich hingehe. Ich sehe da hinten Kräne, das sieht nach einer großen Stadt aus, da wäre ich ja schon versucht, aber. Ja, da waren wir aber du kannst mal rechts von dir gucken. Ja, aber ich meine, ihr wart ja guck nicht mal, gerade guck mal, eben links, da. Weiter, du bewegt immer die Mäuse so schnell. Der arme Zuschauer, weiter nach rechts, ganz langsam mal rübergehen, da ist ein Kran. Dort. Da, ja, eine Baustelle. Und vielleicht finden wir dort einen Rucksack, der. Was war das denn? Hm, da hat, glaube ich, ein Moped gehupt. Okay. Vielleicht findet man dort einen neuen Rucksack. Naja, jedenfalls habe ich mit Fexer diese Wette abgeschlossen und habe gesagt, okay, die Situation ist brenzlig und sie ist kritisch. Weil ich verschwommen sehe. Ja, generell ich, halt, weil wir halt quasi in Fexer ja, seine aber Abwesenheit wir, getrollt. Wir haben ja nicht viel, wir haben ja trotzdem nicht viel Blut. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ja, das haben wir aber in unseren Folgen festgestellt, dass man ja, ein bisschen Bären, was suchen kann. Mit dem Bären, ja. Ja, und jetzt habe ich das hier auch mal, wollte ich mal gucken. Hier. Gucken, ob ich was finde. Jedenfalls habe ich den Fexer abgeschlossen, dass du das schaffen würdest.
dass wir wieder mehr Blut haben und dass es langsam farbenfroher wird. Ja. Also wie gesagt, wenn das einer schafft, dann der Rixen. I have found something. Das ging ja schnell. Was habe ich schon gefunden? Ein Apfel tatsächlich. Kannst du den essen? Cool. Ja, eat. Das machen wir doch mal direkt. Hm, wir wollen ja mehr Blut kriegen. Zuschauer, wieder mal, ihr seid ja unsere großen Helfer. Lines. Oh, ich klicke natürlich jetzt mal wieder mit der linken Maus. Sagt mal, also sagt mal bitte, ob das jetzt tatsächlich von DayZ noch ein Bug ist, dass man dann, dass dieses Verschwommene, dass das halt von dem Hit kommt, wie man das auch bei Battlefield vielleicht so kennt, wenn man hier so Unterdrückungsfeuer abkriegt. Oder das, was der Rixen jetzt gemacht hat, ob das halt einfach Bug-Using ist. Also ich habe halt den Tipp bekommen. Ja, nee, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, oh, du schlechter Mensch, sondern ich würde es gern wissen, ob das jetzt, ob das tatsächlich so ist. Hä? Naja. Ich will nochmal einen suchen, ich will nochmal einen finden. Wieder schön in der Welt von DayZ zu sein. Genau, wieder zurück. Ich bin so heiß auf das Game. Ja, kann ich verstehen. Das gibt's überhaupt nicht. Habe ich jetzt was gefunden? You have not found a thing. Naja, gehen wir erstmal weiter. Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Wo ist denn die Baustelle? Links von dir. Darf ich richtig? Da ist ein Kran, ne? Yep. Ja. Okay. Ich hoffe, dass mich jetzt hier keiner sieht. Ja, ich finde es gerade schade, dass so wenig Leute da sind. Ja, wir können ja nochmal kurz aber gucken. Aber, da waren vier oder sowas. Ja, vier, fünf. Außer uns sind es vier. Ja, aber wir wollten jetzt nicht wieder auf dem Ewigkeiten einen Server suchen, der mal irgendwie was ist oder mal kommt oder bla bla. Ihr kennt das doch. Und ich wollte halt, das Problem ist halt immer, wenn ich eine neue Aufnahmesession mit den Jungs mache, will ich nicht vorher, dass die sehen, in welchem Zustand was ist, sondern die sollen halt, deswegen das Startscreen jedes Mal, die sollen halt reingeworfen werden, so genau. Wie ihr. Ist ja auch richtig. Und nochmal zu den vier Spielern. Ich meine, die Welt ist riesig, es sind nur vier Gegner, wird sich jetzt der eine oder andere denken. Aber ja, so wie ich mein Glück kenne, heißt das nicht, dass wir denen nicht begegnen. Nee, eigentlich hattest du in der letzten Session wirklich Glück. Eben. Und das ist mehr Glück, wie ich jemals hatte. Und das muss ja irgendwann zu Ende sein, das Glück. Und mit dem Fexer war das auch noch so eine Geschichte. Das war krass. Das war so krass. Also wir mussten, ich habe übrigens mit denen geredet. Ja. Ne? Also das hat cool funktioniert. Dann gab es auch noch eine lustige Geschichte von der Typ, der uns von hinten halt angeschossen hat. Ne? Der hat dann so gefragt, kennst du Arma 3? Dann habe ich gemeint, nee, hä, was ist ein Arma 3? Und er so, naja, muss mal auf YouTube gehen. Ich dann so, nee, hä, was ist denn das YouTube? Das kenne ich gar nicht. Und er so, hä, jetzt willst du mich aber verarschen. Und dann habe ich ihm gesagt, so, Alter, Roleplay, mach's nicht kaputt. Und das Geile ist, er ist darauf eingestiegen. Okay. Er hat dann wirklich gesagt, ja, das war noch vor der Apokalypse, hatten wir ja noch Internet und da gab es eine Plattform, die ist YouTube und die YouTube, da konntest du Videos hochladen und so weiter und so fort. Und das war richtig cool. Das war richtig geil. Also der ist dann halt so ein bisschen, also er ist dann ins Roleplay reingegangen und das war sehr fetzig. Das war ziemlich cool. Ich wollte jetzt mal hier, das ist ja mehr als einfach. Also ich kenne mich ein bisschen mit Baustoffen aus, muss man sagen, weil der Kumpel beim Baustoffhändler arbeitet. Und es gibt tatsächlich so eine Herstellerfirma, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Dämmung sein soll oder Steine. Die heißen Ü, also mit dem Y, Ü Tong. Also einfach das T und das G ausgetauscht. Ja. Das ist ja jetzt ganz billig abgewandelt. Ja. Wie Nota-Cola. Wie was? Wie die Nota-Cola. Ja. Okay, guck mal, wir haben ja schon mal einen grünen Helm. Ach, du mit deinem scheiß Helm. Ja, ich. Pass auf, wenn es nach mir gehen würde, würde ich lieber den Motorradhelm wegschmeißen. Ja, einfach weil er rot ist. Und der ist auch badly damaged. Ja, aber ich will da nicht mit so einer roten Rundumleuchte auf dem Kopf rumrennen. Und gewöhn dir mal an, gleich die Sachen wieder rauszuschmeißen, die du nicht im Inventar haben willst. Ja, mach mal oben. Ich gucke jetzt erstmal hoch. Hier kommen wir hoch, oder? Ist hier unten was? Nee, ne? Gras. Da wächst Gras aus dem Beton. Das ist das sogenannte Betongras. Ihr habt uns ja ein paar Tipps noch gegeben mit den Startoptionen und das Ganze drumherum. Ich habe da jetzt noch wieder was optimiert. Es läuft flüssiger mit einigen mehr Frames, was ziemlich cool ist. Ja, es sieht nicht verkehrt aus gerade. Was ist das? Achso, und ich habe, mach mal Tab einfach. Powered Milk? Achso, das ist, Milchpulver, oder?
Genau. Statt auch mal die Sachen gleich immer einzusammeln, dann lieber mal Tab drücken, mal mit der Maus drüber gehen und zu gucken, ob brauchen wir das denn überhaupt. Ja. So. Wenn es schnell gehen muss, dann kann man das ja so mit diesem, oder wenn wir wissen, was es dann ist, Ja, halt. ich habe Ach so, das. könntest du mal kurz noch ins Inventar gehen? Mir fällt nämlich da, glaube ich, aus einem, guck mal, was er nämlich noch hat. Der hat einen Dosenöffner. Ja, aber der ist irgendwie Ach, kaputt, der ist auch ruiniert. ruiniert. Und den Ich weiß kannst nicht, du ob ich auch ihn nutzen kann. wegschmeißen. Nee, kannst du wegschmeißen. So, was ist das hier? Badly damaged orange Budli Ja, hat, kannst du braucht auch man nicht. wegschmeißen. Schmeiß mal weg. Den schmeißen wir jetzt auch weg. So, was ist das? Das ist Powered dieses Dings, Milk. hast du aufgenommen, das kann man aber immer noch essen. Das ist dieser, Starter Kit? genau, damit kann man. Ich habe letztens Bullshit erzählt. Also, du siehst, da oben ist ja ein Dingens hier, ne? Was ist das? Das ist, damit kannst du ein bisschen dein Heal wieder machen, holen, ranholen. Warum kann ich es da nicht nutzen? Genau, das ist. Man muss sich das irgendwie. Also, nimm mal den Medizinkasten, jetzt überfordertest du mich gerade. Das hier? Das hier, ja, in die Mitte, in die Hände rein, genau. Das hierher? Genau. Jetzt kann ich Und da jetzt guck reingucken. mal, jetzt nimm mal ganz rechts das Badly Ding. damaged. Das ist nicht schlimm, das können wir ohne. Das ist mit Ja, das sind Bandagen. Bandagen. Ganz rechts sollst du aber gehen. Zieh das mal bitte dort unten rein in deinen Rucksack. Bloodbag Ja, Kit. genau, da rein. So, jetzt mal leg das Ding mal wieder aus den Händen raus. Also einfach X drücken. Ne, ich überlege gerade, ob ich so eine Binde vielleicht gebrauchen könnte. Nö, also kannst du ja dann machen. So hier meine ich. Ich will gerade nur was ausprobieren. Ja, wir probieren was aus. So, zieh mal das Ding über das Ivy Kit. Das über Ja, das Kit. nee, okay, geht nicht. Das Kit über das Ding. Über die, nee, ist ja egal. Ja. Das Ding über die Spritze dort, du hast noch eine Spritze Das dort hier. liegen, ja. Nee, das geht nicht. Ich meinte dieses Paket da. Geht auch nicht. Irgendwie, man muss sich halt, also ich glaube, oder uns fehlt noch Selinbeck oder irgendwie sowas. Collect your sample. Und das ist Dann dein ziehe ich mir Blut. Du Blut ab kannst dir oder selber was? Blut rausziehen, genau. Hm. Also man muss halt muss ein paar Sachen kombinieren, damit man halt ich glaube, uns fehlt die Selinbeck noch. Salinbeck. Ja, und dann Das ist so kann man eine das wie eine irgendwie Kochsalzlösung oder genau, sowas, und ne? dann kann man das irgendwie miteinander kombinieren, durchkombinieren und dann kann man halt Oh. sich wieder ein bisschen Blut holen. Du kannst Ja. dann auch mal dieses Gaskochding Ich wegschmeißen. war echt der Meinung, ich hätte vorhin gerade eine Thunfischdose aufgehoben. Nee, du Die hast ist nicht da, ne? Gaskanne aufgenommen. Da ist Das es doch, hier. ja, das hast du aufgehoben. Ja. Kannst du auch gleich wegschmeißen, Brauchen wir diesen. nicht. Oder Ja, was? braucht man wirklich nicht. Dann dieses. Kann man da was mit kochen? Schmeiß doch mal dann auch den Dosenöffner noch weg, der Aber oben ich ist, weil wollte erst mal probieren, der ob der ist vielleicht noch ruiniert. geht. Nee, ruiniert bedeutet kaputt. Kannst nicht mehr Ich verwenden. vertraue dir. Ja. Und kannst du mal über die Jacke gehen? Die war Ja. Die war auch ruiniert. ruiniert. Was mache ich? Schieb mal lieber die Munition und das Ganze in diesen Rucksack. Nee, Und warte mal, da kannst mal schiebe über ich die. lieber das in die Hose. Da ist es näher an der Waffe, wisst ihr, was ich meine? Ja, Dann bin ich aber jetzt wieder guck so ein mal bisschen bitte erst, ob blöde. die Hose, ob die noch geht. Das noch. Nee, Ja, die okay, die ist ist noch. pristine. Und kannst du mal kurz über den Rucksack noch gehen? Der ist auch Ruiniert. ruiniert. Soll ich es einfach ausziehen? Ja, ich Oh, hätte das ist auch gesagt. Schmuck. Ich hätte gesagt, warte mal, bis du eine andere Jacke findest. Weil ich glaube, ein bisschen Schutz gibt es dir trotzdem noch. Na gut. Das ist echt scheiße. Der Dann Typ gucken hat wir uns noch ein bisschen echt rum. halt ganz schön kaputt gemacht. Ja, und der hat sich im Anschluss entschuldigt. Das fand ich jetzt ein bisschen kurios. Nee, du bist einfach Wie aus hast denn der das denn Richtung kommst gekriegt? du? Ja, Ja, ich sehe es. ich hab den richtig angemotzt. Okay. Ich hab den wirklich richtig angemotzt. Also ich hab ihm gesagt so, Alter, was schießt denn du hier? Was soll denn der Scheiß? Und Krass. wir haben dir doch nichts getan und bla. Und da hat er sich echt, ja, hat er sich sofort entschuldigt. Kam halt Also, hoch. gibt's noch nette Mitspieler? Was sind das? Ja, lustigerweise auch T-Shirt. der Erste, der uns angeschossen hat, also Ja. der Erste, der wollte uns mit einer Spitzhacke Ach so, ja. umhauen. Und den habe ich dann halt auch angemotzt. Und er hat uns dann auch gefragt nach dem Weg. Also die waren dann halt, also ich sag mal so, sie sind zur Vernunft gekommen. Es war irgendwie in mit V. Ja, ich habe gerade wieder überlegt, aber es geht nicht. Also in der Mod war das noch so, das war denen scheißegal, da haben sie sich trotzdem umgehauen Achso, hier irgendwie. habe ich mein ganzes Zeug fallen lassen. Sorry, ja. Und hier in der Standalone ging das irgendwie. Also die Spieler scheinen ein bisschen sensibler zu sein. Okay. Du brauchst ja nicht das alles abgrasen, weil es liegt ja nichts. Ach, das sind doch Steine. Ich dachte jetzt, hier liegt was ganz Cooles. Da komme ich nicht rum um die Ecke, ja? Nee, Mach ich lieber aber du nicht. kannst ja noch eine Etage höher gehen, sogar noch zwei Etagen höher gehen.
Und früher in der Standalone hast du hier unheimlich viele Rucksäcke gefunden. My stomach crumbles. Ja. Ja, ist irgendwie doof. Ich bin also, eher wir so hatten echt auf was zu essen. Wir hatten echt übel viel zu essen und übel viel zu trinken und was Gott das für ein Scheiß und das ist echt scheiße. Rotten. Rotten Orange. Rotten. Baseballschläger, ich hab ne Axt. Ja. Wenn ich das richtig sehe. Wie ist das eigentlich alles belegt? Also ich hatte diese komischen Kniften da auf 1 und 2, okay. Genau. Das nehme ich mal auf die 3. So. Mir wurde auch gesagt, ich soll mir nicht so in die Hosen machen, wenn da ein Zombie kommt. Ich soll ihn ruhig umhauen. Und das geht notfalls auch mit den Fäusten. Also soll man bloß genau auf den Kopf zielen. Das brauchst du auch nicht. Was ist das? Ach, das ist so ein Schraubenschlüssel. Ich habe bloß gerade einen extremen Leck. Ich hänge. Ich kann nichts machen. Ach so, nee, es kann auch sein, dass das Spiel jetzt abgestürzt ist. Ist das Spiel abgestürzt? Ja. Was mache ich denn da jetzt? Nix. Super. Kann auch sein, dass meine Aufnahme gleich, also dass meine Tonaufnahme auch weg ist. Nee, die ist da. Tonaufnahme ist da? Ja. Aber ich höre Spiel wieder. Dieser... Komme ich da wieder rein? Nee, leider nicht. Wir machen mal einen Cut hier an das. Wir machen einen Cut, ja. So, ja. Ich fange direkt wieder mit so an. Ich wusste es. Ich wollte extra sagen, willkommen zurück. Ja, nee, ja, wir mussten hier gerade einen Schnitt setzen. Wirklich zurück sind wir nicht. Wir mussten jetzt einen Schnitt setzen, weil uns ist das Spiel abgeschmiert. In dem Moment, wo ich die Treppe hier hochkam und mich gewundert habe, was das ist. Es ist ein Schraubenschlüssel. Genau. So okay. Ein Rohrschraubenschlüssel-Dingens. Ein Engländer, in dem man verstellen kann. Ja. Ja, wir mussten einen Schnitt setzen. Das ist euch jetzt wahrscheinlich aufgefallen, ich habe mich extra hergestellt, dass es ein bisschen anders aussieht, dass man denkt, oh, jetzt war aber hier ein Schnitt. Genau. Aber wir haben jetzt hier nicht irgendwie was rausgeschnitten, weil wir gefehlt haben oder so, sondern das Spiel hat sich einfach instant aufgehangen. Vielleicht kann das Sick dazu ein bisschen was erzählen. Nee, kann ich leider nicht. Kannst das ist nicht. Halt tatsächlich so, dass DayZ ist halt noch nicht optimiert. Das läuft ja. Halt noch nicht. Also ich meine, du kannst einen High-End-Rechner haben, du kannst 5 High-Enden. High-Enden. Ja. Daneben stellen, also 5 starke, das würde keinen Unterschied machen, auch die würden kaputt gehen. Also nicht kaputt gehen, sondern die würden halt auch abkacken. Weil das Spiel ist halt einfach nicht optimiert. Also ich habe mal so ein paar Tests gemacht, um zu gucken, wie ist denn die CPU-Verbrauch, was ist denn, was sagt denn die Grafikkarte, was macht denn der Arbeitsspeicher in der Aufnahme bei DC, bla bla bla. Die Belastung ist so minimal. Und trotzdem sagt DC, also ruckelt halt, und das hat aber jeder. Also jeder hat diese Probleme da. Das ist halt DayZ. Und das ist halt noch Alpha und ich glaube, man in der Spieleentwicklung setzt man erst irgendwann mal in der Beta drauf an. Ist das ein Zombie oder ein Spieler? Ja. Nein, ich hoffe doch, dass das kein Spieler ist. Nee, ist ein Zombie. Ich sehe es schon. An der Haltung. Erst irgendwann in der Beta setzt man sich dann hin und versucht, das alles zu optimieren, dass das alles so rund läuft und so weiter und so fort. Aber ja, das ist halt. Auf der Baustelle haben wir jetzt nicht viel gefunden. Da kommt einer angerannt. Achso, ich muss ja erstmal Leertaste. Mann, das hab ich doch ganz vergessen. Genau. Oh, yeah, One-Hit, das ist ja geil. Oh, da heißt es einfach mal, Rick hat man nicht so viel Schiss, rennt man nicht so viel rum, macht da einfach mal den Zombie platt. Genau. Aber man muss halt auch eine Axt haben, ne? Mit den Fäusten ist das wahrscheinlich nicht so einfach. Okay. Ja, ich habe jetzt hier in der Baustelle nicht viel gefunden. Ich habe mir jetzt vorgenommen, du gehst jetzt hier in diese Scheune oder was auch immer und findest einmal was zu essen. Das ist wieder so ein Gaskanister. Du hast es dir vorgenommen, ob dir ja, das du so gelingen wird. Doch, ne? Ich habe doch da so ein Lackschgehner Haus rein, da steht alles voll. Ich habe ja schon mal in der Aufnahme gesagt, so der Rixen ist so der Gustav ganz... So. Ist da ein Spraypaint? Habe ich noch eine rote Axt? Ne, die ist schon schwarz, ha? Oder war die schon immer schwarz? Das ist gar keine Feuerwehraxt. Das ist keine Feuerwehraxt, ne. Das ist so eine... Bauernaxt. Okay, brauche ich jetzt keine Farbe. Okay, sonst dicht hier, was ist da? Dann hat wahrscheinlich auch wieder eine Spröde. Ach so, ein Engländer. So ein Schraubenschlüssel. Ja, da oben sind Häuser. Ich muss jetzt mal gucken. Dass in die Scheune kannst finde. Du ja noch reingehen. Da sind ja auch noch, können auch noch Essen spawnen. Spawnen, also Essen da liegen. Das? Das ach, das ist ein Licht? Ja. Oh. Guck mal, ein weißer Motorradhelm. Schön. Der gefällt dir besser, ne? Ja, der ist zumindest nicht rot. Jetzt gucken wir mal, wie sieht denn der eigentlich aus? Pristine. Der ist Pristine. Und der weiße? Okay, badly komm. Damaged. Hä? Komm, raus.
Na ja, na ja, na ja. Ich hab den Motorradhelm rum, das gibt's ja gar nicht. Muss ich hier rein? Nee. Da ist ja auch so ein Riegel davor. Naja, um die Ecke lunzen. Da war ja irgendwo noch so ein Zombie. Da komme ich ja wahrscheinlich nicht rein, oder? Doch, du kamst von der anderen Seite rein. Da. Ach, da ist eine Riesentor. Türchen. Ach ja. Oh, das ist ja so eine richtige Stallung. Hier ist ein Apfel, der ist bestimmt wieder rotten. Nee, es ist eine Paprika und die ist rotten. Ah, Green Pepper. Okay. Schuhe. Was ist das? Ein Hütchen. Cowboy Hat. Na, grüner Cowboy Hut gefällt mir besser. Komm, der muss jetzt aber auch in Ordnung sein. Wo ist denn meine Maus? Was war denn das andere, was noch? Zombies. Oh. Oh. Da. Schön, wie die so durchlaufen können. Fall um. Was? Ja, oh, ich bin Sir. King, hä? Wo kann man die looten? View Content? Leiche verstecken. Kein Content. Leiche verstecken, was passiert denn da? Ich glaube, dann sackt die so in den Boden rein. Aber ich glaube, es funktioniert noch nicht. Hm. Kann ich nochmal draufhauen? Ja. Naja, hau nochmal drauf. Kann ich. Weil ja, ich. Weil ich kriegt noch nichts. Ja, so. Guck mal, eine Axt. Da. Ist die besser? Nee, ist auch so eine Bauernaxt. Wie, in welchem Zustand ist denn die? Badly damaged. Ha, pristine. Ah, pristine, cool. So, da hab ich die jetzt ausgetauscht, oder? Ja. Jupp. Steht's immer noch auf der 3? Ja. Okay. Es wäre auch mal interessant, machst du weniger Schaden? Wenn du, wenn sie badly damaged ist? Weiß ich nicht. Hm. Police Uniform Jacket. Warm. Cool, kannst du schon mal deine Jacke auswechseln? Cool. Jetzt bin ich Polizist. Ja, sieht man gar nicht. Dass ich Polizist bin, oder was? Ja. Was ist das? Ich glaube, das ist so eine Regenjacke in Gelb. Ja. Hm, badly damaged und Gelb. Signalfarben. Gummistiefel. Was hab ich für Schuhe an? Oh, so eine Sneakerschuhe. Sind die da jetzt besser? Das kommt immer drauf an, um was für ein Untergrund. Ja. Kann ich nicht so machen? Okay, so. Na gut. Gummistiefel an. Was haben wir hier? Rickson hat wieder sein. Ich murmel in den Bart. Das? Ja, ja, ich murmel in den Bart, genau. So, da will ich immer nichts sagen, weil wenn wir beide gleichzeitig reden, dann ist es immer so bescheuert, aber deswegen habe ich jetzt mal kurz so erwähnt, weil damit der Rickson dann wieder rauskommt aus diesem. Das, genau das meine ich. Ich rede und er quatscht dann noch rein und das ist. Mach ich gar nicht. Nee, machst du gar nicht. Und das ist für euch als Zuschauer natürlich total dumm, weil wenn zwei Leute gleichzeitig reden, versteht ihr kein Wort da draußen. Aber das sind auch so eine Sachen, daran üben wir ja auch noch. Ja. Deswegen sage ich das auch so offensiv. Ja. Dass wir auf die vollen Naps sind. Ist das jetzt hier? Nee, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt wahrscheinlich den hier auf der Ecke gepult, ne? Also hier, den rangezogen, den Zombie. Das nehme ich jetzt weg. Gepult? Ja. Ja. Getriggert auf mich. Getriggert. Sehr schön, sehr schön. So. Aber Essen haben wir immer noch nicht gefunden. Nee, da will ich jetzt auch hier hoch. Da oben waren Häuser irgendwo. Es wäre eigentlich auch irgendwie geil, wenn man mit der Axt irgendwie diese Maschendrahtseilen so axten könnte. Ja, das wäre cool. Kennt ihr noch da draußen Maschendrahtseilen in the morning? Maschendrahtseilen. Every day. Wir machen wie viel Allright oder so. Oder ja, oder sowas. Da unten habe ich noch nicht, da habe ich einige Häuser ausgelassen. Dann einmal YouTube bedienen. Ja. Stefan Raab mit Maschendrahtzaun. Genau, und Stefan Raab noch ein bisschen reicher machen. Schön angucken. Ja, genau. Der hat extra ein Google-Konto, ein YouTube-Konto. Ja, natürlich. Nachdem der Kronk und der Sarrazar da waren und gesagt hat, man kann davon leben, weil es genau. Ist der Raab jetzt auch auf YouTube. Genau, hat er direkt YouTube total gemacht. Nee, kommt man nirgends rein. Da komm ich bloß wieder raus. Hab ich jetzt richtig gesehen? Hier ist sonst kein Raum, Hast du eigentlich auf die Zeit geguckt, wann wir wieder reingekommen sind? Nein. Ich auch nicht. Ja, also unter Umständen könnte das eine Überlänge werden, weil wir einen Schnitt setzen mussten und jetzt nicht wirklich auf die Zeit gucken konnten. Genau, genau. So, und wir kennen es, wir gehen in die Stadt und die Frames sagen, oh, ich hab's satt. Wir wollen euch hier nicht. Wir wollen euch hier nicht, ja. Ich brauche jetzt auch mal was zu essen. Ich muss mich mal hier so ein bisschen bemampfen. Da auf dem Tisch liegt was? Also doch Rotten, oder? Ja. Rotten. Rotten, da liegt was auf dem. Oh, eine Gasmaske, wie geil ist das denn? Hat die einen Sinn? Ja, wenn einer mit Tränengas wirft. Nee, geht nicht.
Ich glaube, du musst erst die Gasmaske aufsetzen und dann den Helm. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Boah, sieht ja abgefahren aus. Sieht aber mal böse aus. Bin nee, ich dafür, dass du das behältst. Ja, dann bin ich mit den roten Helm los. Ist ja super. Ich habe deswegen, glaube ich, jetzt auch gerade so ein bisschen gefallen an Masken, weil Wird das gerade wieder grauer? Weil ich in letzter Zeit sehr viel PD2 zocke. Da sind wir auch noch am Überlegen, ob wir ein Let's Play daraus machen. Du überlegst, ja. Ich überlege. Ich finde das, mich haut das nicht so um, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Total genial. Also, aber ich habe mich auch nicht genauer damit auseinandergesetzt. Man muss sagen, also ich habe momentan, der Dusk ist mit dabei, den kennt ihr ja auch schon aus Borderlands. Noch zwei andere Leute. Und die zwei, mit denen ich da zocke, der eine ist sogar in der Borderlands 2 Aufnahme aus Versehen mit reingekommen. Habe ich ihn, glaube ich, etwas unsanft ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Egal, jedenfalls Bane heißt der. Und der andere heißt Myron. Und mit den beiden, die haben echt so ein riesen Wissen darüber. Mhm. Über dieses ganze Game. Wie kann man welchen Bankraub wie machen? Wie ist es am effizientesten? Und aber auch halt alles auch in ruhig, weißt du? Mhm. Und das macht's halt, das finde ich, das schafft für mich einen Anreiz, das zu machen. Ich weiß bloß noch nicht, ob's, also das so zu spielen, ich weiß bloß nicht, ob es tatsächlich ein Let's Play tauglich ist. Mhm. Weil wir teilweise schon manchmal 10 Minuten an einem Ort stehen. Okay. Und da halt einfach nur scouten und dann wirklich gucken, weil die Wächter, also die Wachen gehen immer unterschiedliche Wege. Ja. Und wenn du da zum Beispiel eine Tür öffnest, gehen die auch wieder einen zusätzlichen Weg oder einen anderen Weg. Und das musst du halt ein bisschen, musst du an die Momente halt abpassen. Aber wie gesagt, das wäre halt auch langweilig. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir auf unserem Kanal das Let's Playen werden. Ihr könnt uns ja mal eine Nachricht hinterlassen, wie ihr das seht, ob ihr darauf Bock hättet. Also der Rick hätte nicht so wirklich Bock drauf. Ja. Und wird das dann mit Sicherheit auch nicht tun. Aber es gibt ja in unserer Gruppe nicht nur uns beide, es gibt ja noch einen Fexer und gibt wie noch gesagt einen Dusk. Und da findet sich schon einer, der da bestimmt unendlich Bock drauf hat. Genau. Also wie es das Sick schon sagt, der selber hat Bock auf das Spiel, ist am Überlegen, ob es Let's Play tauglich ist. Genau, also momentan ist der Stand noch so, dass ich das, ich bin jetzt noch frisch drin in diesem Spiel. Ich kenne auch noch nicht alles, spiele das auch, glaube ich, erst seit 4 Tagen oder 5 Tagen. Mhm. Und ich will noch ein bisschen mehr darüber kennenlernen. Und wenn ich dann einen Plan darüber habe, wie man das aufziehen könnte, dann würde ich das halt machen. Mal sehen, lasst euch überraschen. Also ihr werdet es sehen auf unserem Kanal. Anschauen würde ich es auf jeden Fall, um zu sehen, wie es ist, was es ist. Aber mich selber reizt es nicht. Das ist jetzt bloß ein Buch, ne? Das ist jetzt ein Büchlein. Dadurch lernen wir auch nichts dazu, wie mit dem Fexer zum Beispiel. Ist nicht wie beim Skyrim. Eat also, raw was? Ich habe auch überlegt, was da jetzt gerade stand. Eat raw? Achso, das ist hier Müsli. Achso. Ja, ich habe jetzt gerade schon gedacht, das ist ein Buch und wollte es nicht mitnehmen. Nee, das Problem ist bei dem Müsli, das kannst du essen. Das ist der ja direkt, das wollte ich doch gar nicht. Doch, hast du gleich gesagt. Hat er das ganz gegessen? Nee, da unten ist dürfte die Packung sein, oder? Nee, oben. Da liegt's. Da haben wir's. Mein Lieblingswort. Ja. Also mit dem Fexer, Du kannst, was wollte ich denn sagen, du kannst das erstmal rüberziehen zu dir. Ja. Das Problem, du kannst das Essen gucken, dein Hunger geht weg, aber du kriegst Durst dadurch. Weil du kannst das Essen mit Milch, glaube ich, oder sowas. Da habe ich das Longhorn ausgetauscht, das ist dann natürlich richtig. Achso, du könntest mal gucken, ob du das Longhorn mit dieser Rifle-Munition. Achso, das ist gar nicht geladen. Doch, da ist er. Genau, guck mal, was ist denn das für eine. Da ist ein Schuss drin. Aber guck mal, ob du das da reinziehst. Yes! Dann würde ich auch sagen, du schmeißt mal diesen Hut da weg. Oder kannst du den Hut aufsetzen? Den Hut. Ja, den kannst du sogar noch aufsetzen. Ne? Das ist doch cool. Das sieht gut aus. Und dann würde ich auch sagen, statt der Shotgun in Zukunft kannst du ja dieses Longhorn benutzen. Ja, das will ich jetzt erstmal ausprobieren. Weil ich hab das jetzt auf der 1, ne? Genau. Okay. Da geht ja einiges. Mal gucken. Da kannst du auch schön für die der Ferne scouten. Ja, aber das ist eigentlich eine Handfeuerwaffe, ne? Hab ich das richtig verstanden? Ich weiß es nicht. Kannst ja mal mit Alt. Habe ich das nicht wirklich geladen? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ach so, nee, hast du nicht.
Aber vielleicht, weil der noch einen Schuh. Ein Weil es nicht in der Hand hatte, wahrscheinlich? Nee. Nee. Warte, warte mal, was sagen? Der Longhorn ist. Ach so, ist schon voll. Der ach, ist schon dann gibt Schuss. Es einen Schuss rein. Genau, oder? Genau, genau. Okay. Also, aber ja, ist cool, dass wir Munition schon dafür haben. Mhm. Auf der 2 habe ich meine Schrot, die ist auch nicht verkehrt für die Nähe. Nice, nice, nice. Naja. Okay, aber ich finde hier irgendwie ewig nichts zu essen. Ich gehe jetzt mal richtig hier in die Stadt rein. Ja, du musst halt jedes Haus abgrasen. Ja. Ich habe halt auch die Hoffnung, hier gab es doch sowas wie Brunnen oder. Da guck ist ein mal. Brunnen, ja. Ich habe nämlich du gleich Durst. Mal einen Magen vollhauen. Ja, und ich überlege, hatte ich eine Flasche oder so? Hat der Fexer für mich eine Flasche gefunden? Nein. Nee, ne? Das hätte ich jetzt haben wir leider nicht gehabt. Du könntest mal noch nebenbei, du trinkst, währenddessen du trinkst, noch in das Menü reingehen und mal dir den Arztkoffer nochmal in die Mitte hauen. Also in die Hände nehmen und dort mal die, außer den Bandagen, den Rest dort noch reinlegen. Was ist das? Water? Das, ach, das ist zum Wasser reinigen? Genau. Was, kannst, was soll die ich, Bandagen kannst reinlegen? Du da draußen lassen, genau. Und das. Nee, das Starter-Kit geht nicht da rein. Doch. Also du musstest, guck mal. Da ist noch das Menü. Das unsichtbare Menü, genau, da musst du. Ah, jetzt geht's doch. Genau. Okay, die Bandagen lassen wir. Und was hier ist das ganz rechts davon? Achso, das waren dieses. Das war dieses Milchpulver. Milchpulver, irgendwie. Genau, genau. Gut. Das rufen wir hoch. Dann haben wir halt zumindest mal. Du musst bloß das Paket noch aus den Händen rauslegen, also dieses Ding. Ja. Gut. So, dann trinken wir wieder fein was. Genau, du kannst das ein paar Mal hintereinander weg anklicken. Dann macht sie das halt immer. Also die kann auch, während, nur weil sie die Aktion ausführt, also während der Aktion kannst du noch 50 Mal sagen, trink was und dann trinkt sie halt auch viel. Und dann trinkst du die ganze Zeit. Ja. So, jetzt fühle ich mich schon wieder hungrig. Das ist auch mit dem Essen. Also. Das mit dem Fexer in den letzten Folgen auch mal ein bisschen thematisiert. Wir sind doch am Brunnen, da kann ich ja Durst kriegen. Ja. Dass du, du haust dir so eine ganze Konservendose rein und 5 Minuten später hast du wieder Hunger. Mhm. Das ist irgendwie das ist eine gute Verdauung. Das läuft halt noch nicht. Das ist irgendwie, das nervt. Dass du, wenn du viel läufst und viel rennst, durstig wirst oder sowas, das sehe ich ein. So, das geht uns ja nicht anders in den Aufnahmen. Oh, hydrated. Was heißt denn hydrated? Das heißt, wie also guck mal, ich glaube, du regenerierst jetzt ein kleines bisschen Blut. Also hydrated, grün bedeutet jetzt. Das ist super. Kannst du mal mit der Maus drüber gehen? Ach so. Passiert nichts. Nee, okay. Also das ist einer dieser Sachen. Also du kannst halt, wenn du immer gut ernährt bist, gut, also nicht mehr durstig bist, sondern so, also wie das jetzt hier, bedeutet das eigentlich, dass man immer wieder sich ein wieder bisschen, heilt. Ja, hier wieder zurückbekommt. Oh. Ist auch nur Schrot, oder? Jupp. Die gleiche, Blaze. Die wir jetzt haben. Das ist auch eine Blaze? Nee, das nee, ist eine IZ. Nicht. Was ist denn da jetzt besser? Ach, ah, das ist, aber das ist eine Rifle, keine Shotgun, eine Double oder? Rifle, ja. Aber brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Wir haben eine Shotgun, wir haben naja, Dingens. Ja, gut. Ich muss auch gleich nochmal an die Zuschauer appellieren. Mein Pflegewufsen liegt hier wieder rechts neben mir. Schnarcht gerade ein bisschen. Und die ist gerade dabei, richtig einzuschlafen. Ich hoffe nicht, also sie kann laut schnarchen, ist schon eine Oma, musst du wissen. Und sie kann dementsprechend auch wirklich laut grunzen. Das oh ja. Echt, ja. Also falls ihr da was hört im Hintergrund, es ist der Wufsen. Ob ich hier oben nochmal irgendwo in den Raum reinkomme? Musst du ja, ausprobieren. Ja. Guck. Oh, hier ist direkt eine. Sieht auch noch eine Küche, aus, die ja. nicht blutverschmiert ist. Glaube ich, die erste Küche, die ich sehe, die nicht blutverschmiert ist. Und ein Computer, guck mal, kannst du ein bisschen zocken. Und das. Das sind. Ja, da ist Schuss. Hm. Und das ist Violet Canvas Pants. So, aber. Badly damaged, da behalte ich über meine Jeans. Ja. Okay, aber nichts. Kommst du zu gegenüber essen, liegend rein? Nee, Balkon kann ich gucken, aber da liegt nichts rum, wa? Nee. Gut. Ja, dann würde ich sagen, war's das mal für die erste Folge mit mir. Juhu. Wir müssten jetzt auch eine relativ deutliche Überlänge haben. Genau, ich denke mal, das sollte jetzt passen. Wir sind hier in einer Ortschaft, wo ich keine Ahnung habe, wie die heißt, wo wir sind. Ich habe vorhin an der Küste in der Ferne Kräne gesehen. Wir sind aber erstmal zu dem Kran an der Baustelle gegangen und dann die Häuser hoch. Und jetzt versteckt sich hier doch irgendwie eine ganz schöne Stadt dahinter. Ich bin hydrated, was glaube ich ganz gut ist, sagt er. Sick. Regenerieren uns vielleicht, haben damit die Wette gewonnen. Hm. Gegen Fexer. Also ich, nicht du. Ja, ich. Richtig.
Du? Ich habe den so indirekt ein bisschen getrollt. Das kriege ich einen Döner. Echt? Nein. Das ist immer wieder bei dem Thema? Nein. Okay. Ich freue mich, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt DayZ. Bei den Ungleichen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.